Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema tiefe Töne singen und heute zeige ich euch, was ihr beachten müsst und wie das am besten geht. Natürlich bin ich keine Millionärin, trotz YouTube-Channels und deswegen lasse ich hier mal ganz dreist so ein bisschen Werbung vorspielen. Aber ist ja auch in eurem Sinne, weil es sind ja Übungspakete, die ich für euch vorbereitet habe, die richtig gut sind. Kennst du dieses Gefühl, du bist gerade schön dabei, Stone Cold zu singen? Passiert hier relativ oft. Und es sei denn, du bist gesegnet wie ich und bist Contralto. Das war jetzt ein kleiner Spruch, weil ich fühle mich nicht gesegnet als Contralto. Aber egal. ja, es sei denn, du bist gesegnet als Contralto, dann kommst du perfekt an diese tiefen Töne. Stone Cold. Und sie resonieren auch noch ganz schön, das heißt, du kannst in den Tiefen singen. Aber ja, dann wird der Riss natürlich für die Alps schwieriger. Daher fällt es mir doch ein bisschen einfacher, Stone Cold zu singen, den Anfang. Aber ich kenne das Leid vieler unserer Schüler hier, die diesen Song singen und den lieben, aber die einfach Probleme haben und dadurch einfach mal eine Oktave höher singen oder einfach eine andere Melodie und sich dann so ein bisschen verlaufen innerhalb. Dann singen sie nicht Stone Cold, you give me. Und dann geht es ja plötzlich so hoch und dann wird es ja, ja, also, deswegen ganz wichtig, Nummer 1. Versuche, den Kehlkopf erstmal stabil zu halten. Und zwar, wir wollen nicht diesen Kehlkopf manipulieren. Das machen wir ganz häufig. Stone Cold, Stone Cold. Und ich sehe dann auch ganz viele Gesichter, die plötzlich dann auch den hier machen. Und den Kehlkopf runterdrücken. Und ich so, Maus, das ist vielleicht keine gute Idee. Weil wir wollen eben nicht Druck ausüben. Wir wollen den Kehlkopf nicht drücken und manipulieren und pressen. Das kann auch wehtun. Also mir hat das jetzt zum Beispiel alleine nur das schon wehgetan. Aber ganz oftmals hat man das Gefühl, ich muss jetzt ganz doll runter, um jetzt in diese Tiefe zu kommen. Der Kehlkopf bewegt sich da schon von alleine. Ja? Wenn wir den so manipulieren, verlieren wir Resonanz. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht einfach nur so klingen, weil so hat es einfach keine Resonanz. Es klingt dann irgendwie stumpf. Weißt du, weil ich den Zug richtig krass runterdrücke. Das wollen wir nicht. Und das passiert halt einfach auch beim Singen. Nummer 2, und da kommen wir eigentlich zum Allerwichtigsten, ist einfach die Resonanz, das Projizieren diese von Tönen. Einfach das Projizieren als solches, ja. Das ist ganz wichtig, dass wir da eben gucken, wie projizieren wir eigentlich. Meistens singen viele dann einfach Stone Cold. Ich mach mal ein bisschen tiefer. Stone Cold, Stone Cold. Und das projiziert ja nicht. Also so können wir, auf der Basis können wir das ja auch gar nicht richtig gut singen. Das heißt, wir wollen schon Stone Cold, Stone Cold. Wichtig also, Stichwort ist, richtig vernünftig projizieren. Was auch natürlich passiert ist, dass du einfach ein geringes Volumen hast und du musst halt gucken, dass du irgendwie den Sound nach vorne bringst, ne? Also ob es dir jetzt hilft, dass du den Mund einfach aufmachst. Stone Cold, Stone Cold. Stone Cold. Was wir machen können, ist einfach schauen, dass wir den Sound auch nach vorne bringen. Eventuell auch mal den Vokal ändern. Vielleicht sogar auch hier im Ambisher ein bisschen was verändern. Sogar ein bisschen weiter aufmachen, mehr lächeln. Man kann jetzt als Hilfe auch nochmal mehr Luft benutzen. Dann ist das Ganze luftiger, aber halt nicht tonaler. Ne? Also es hat halt nicht diesen Ton, diese Festigkeit. Es hat dann einfach mehr Luft. Funktioniert als kleiner Trick, ne? Aber was wir halt eben gucken wollen, ist, dass wir den Sound nach vorne bringen, ja? Uns ein bisschen tilten, segnet. Stone, Stone Cold, Stone Cold. Der Sound ist ein bisschen weiter vorne und nicht Stone Cold, Stone Cold, Stone, Stone. Da hebe ich den Kehlkopf ans Down. Cost. Was natürlich sehr schwer ist, weil es ist tief. Nummer 3 ist, was dir auch nochmal helfen kann, ist das ganze Sprechen und nicht melodisch aussingen. Stone cold, stone cold, you see me running. Und ich kenne den Text jetzt leider nicht. Aber gesprochen war es ja auch nicht schlecht. Und bei diesen tiefen Tönen, die man dann wahrscheinlich gar nicht mehr aussingen kann, als Hilfe jetzt für dieses YouTube-Video, hilft es dir dann doch, das Ganze mal auszusprechen. Stone cold. Und vielleicht auch mal hauchiger. Stone cold. War auch nicht schlecht. Das muss ja nicht Stone cold, Stone cold. Jetzt habe ich schon so oft Stone cold gesagt heute. Und auch nochmal gucken, ne? Love, 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 love. Also es geht auch so ein bisschen auf, was man für einen Vokal auch aussingt, ne? Love oder love.
dann verändert es ja einem auch gerade eine tiefe Love, Love. Ihr hört den Unterschied? Jupp. Auch wichtig. Wer die ganze volle Dröhnung will, der sollte mal am besten bei tanjalevyvocalstudio.com schauen. Wir haben auch die Hashtag Starke Stimme Academy und dort bieten wir auch wirklich ganz, ganz viele Sachen an. Schaut doch mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com und wer Bock hat auf richtig, richtig guten Unterricht, der schaut mal rein bei Tanja Levy Vocal Studio. Das habe ich gerade jetzt schon mal gesagt. Ihr wisst ja, wo ihr hier schauen müsst. Auf meinem YouTube-Kanal oder bucht direkt eine Stunde mit mir und schaut mal jetzt hier in diese anderen Videos rein. Die sind nämlich auch richtig cool und ich freue mich auf euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen wollt.